Boah, das ist ja fast ein Fotofinish hier. Zack. Lol. Das sieht geil aus. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Most Wanted 2012. Wir machen nochmal, ja, ich würde vorerst erstmal sagen, letzten Abstecher nach Fairhaven, vor allen Dingen auch nochmal auf der 360, weil ich mich doch tatsächlich nochmal dazu entschieden habe, die drei Most Wanted Gegner da noch zu schlagen, nämlich die drei Stück hier. Und ja, den schenken wir uns, denke ich mal, einfach, weil, ja, habe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, die drei würde ich gern fahren und ich habe da so eine schöne Idee bekommen. Wir haben ja noch so ein paar Autos, die wir noch nicht gefahren sind, vor allen Dingen Autos, die wir halt auf der PC-Version nicht haben oder die ich halt da nicht drauf habe. Und ich dachte mir zum einen halt hier den 350Z, der ist mir noch eingefallen, den könnte man noch nehmen zum Fahren. Dann habe ich noch gesehen, dass es den Porsche gibt, nämlich den GT2 hier. Das ist der aus Need for Speed Undercover. Und dann gibt es noch einen Aston Martin, glaube ich. Ich muss zugeben, ich habe schon eine Aufnahme versucht, aber bin da ein bisschen, habe mich da ein bisschen, sagen wir mal so, ich habe gefailt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du nochmal neu auf. Und daher habe ich dann schon mal ein bisschen gesehen, was es so für Autos gibt. Aston Martin DB5, da muss ich zugeben, da möchte ich mal wissen, wie der aussieht. Weil da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich glaube, das ist der aus James Bond Casino Royale. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Okay, das ist der alte. Ich meine den DBS. Wobei, nee, das war Skyfall. Ich meine eigentlich einen anderen Aston Martin hier, den DBS. Den meine ich. Das könnte sein, dass das der ist. Den gab es natürlich auch in einem alten James Bond und den gab es auch nochmal in Skyfall. Aber ich meinte eigentlich den etwas moderneren. Etwas moderner. Ja. Oh. Guter Klang. Sehr guter Klang. Ja, doch. Habe ich Bock drauf. Ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an. Und dann würde ich sagen, steigern wir uns dann von zu Porsche, dann zu 350Z. Und dann machen wir das so. Ich gucke mal kurz, was für Modifikationen wir haben. Also eigentlich haben wir alles, was wir so brauchen. Preisschutz habe ich mal vor einer Weile freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, Most Wanted Wagen, dann würde ich, boah, sollen wir Porsche gegen Porsche machen? Nachher. Hätte ich ja nicht Bock zu. Dann fangen wir mit dem Shelby GT 500 an. Passt, glaube ich, auch ganz gut. Das wäre dann, ah ne, das beides sind, glaube ich, NFS Heroes und das andere sind dann, glaube ich, die Movie Heroes. Naja, wir werden sehen. Immer wieder interessant zu sehen, wie Autos produziert werden. So. Geht ja schon gut los. Ist ja nicht so, dass ich in meiner abgebrochenen Aufnahme auch schon gefailt habe. Aber gut, gut ist nicht allzu, nicht zu kurz. Also ich habe dann auch ein bisschen Chancen. Boah. Immer gut gegangen. Hallo und tschüss. Ich versuche ein Pitmanöver. Vorsichtig näher, das ist harte Gegner. Oh, was soll das denn? Boah, hab ich mal Glück gehabt, ey. Bin ich aber echt unglücklich gesprungen. Boah, Alter! Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Normalerweise fahren die dann immer mit, aber Alter. Na gut, ist noch nichts verloren. Aber ich muss zugeben, ich tue mich hier gerade echt ein bisschen schwer. Ja, dich kicken wir erstmal aus dem Leben. Und ich mich auch.
Den bin ich jetzt absichtlich reingefahren. Boah, das ist schon eine krasse Strecke, ey. Echt heftig gemacht. Gut, das war jetzt mehr so eine Suizidattacke von dem Typen. Schwierig zu fahren, ey. So, nochmal hier Nitro einsetzen und dann zack. Boah, das war ein sehr turbulentes Rennen. Ich bin das auch damals sehr viel schneller gefahren, sehe ich gerade, aber wahrscheinlich auch mit einem anderen Auto. So, abschließen muss ich den ja nicht mehr, weil den habe ich ja schon längst. Noch so ein bisschen durch die Gegend rum. Zack. Dann würde ich gerne die Cops loswerden. Ich will mal überlegen, ob ich diese Rennen sowieso neu starten soll. Weil am Ende des Tages brauchen wir sie ja eigentlich nur fahren. Ich muss da ja nichts freischalten. Weil ich sehe das schon kommen, dass die anderen Rennen auch schon schwer sind. Also das eine habe ich tatsächlich mal probiert. Da musste ich direkt zweimal neu starten, da dachte ich, nee, das willst du nicht in der Aufnahme haben. Hier wäre das jetzt bald wieder so geendet. LOL. Als ob ich den Aventador nicht berührt habe. Ich habe den Aventador nicht berührt. Warum ist der... LOL? Warum geht der Fluchtbalken so... Ach so. Der macht den Motor nicht aus, wenn ich daneben stehe. Alter, guckt euch das an, wie knapp das ist. Alter, ich habe den Aventador nicht berührt. Nicht schlecht. Ja gut, dann wechseln wir mal direkt zum nächsten Auto. Hier haben wir sogar noch Rennreifen Pro freigeschaltet. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Porsche. GT2. Wo ist der? Ja, aber fahren wir mal schnell hin. Boah, klingt schon geil, der Aston Martin. Nices Auto, ey. Ja, haben wir tatsächlich dann doch mal drei Most Wanted Gegner dann in einem Video, aber wie gesagt, das ist jetzt halt so ein bisschen, ja, Ausnahmevideo. Ich hatte da halt noch irgendwie Bock drauf, weil diese Zwischensequenzen, dann kann man die halt auch nochmal sehen. Und wir können dann nochmal ein paar andere Autos fahren. So, dann haben wir auch wieder verschiedene Lackierungen, also jetzt beim ersten Martin hatten wir die zwar nicht, aber einmal Urban. Okay, Rennen. Sieht auch ganz nett aus. Abstrakt hat man eben schon. Und natürlich Held. Ja, ist nicht ganz, naja, es ist nicht ganz undercover, ehrlich gesagt. Weil normalerweise ist der, ist die Motorhaube komplett rot. Aber, na, sieht trotzdem geil aus. Oh, nices Teil. Richtig nices Teil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein schönes Porsche-Duell. Gegen den 918 Spider. Dann gucken wir mal, was wir da so für ein schönes Intro-Video wieder haben. Jo, der Porsche ist mit Warp-Geschwindigkeit gerade abgehauen. Aber gut, wir machen wieder tatsächlich einen Abstecher zum Flughafen, was ganz cool ist. Zack. Wow, 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 was war das denn, Alter? Dankeschön, Spiel. Geht das hier los? Das sagt mir sogar noch halbwegs was.
Ja. Der werte Gegner kommt wieder ran. Achtet auf den Verkehr. Oh, komm rum. Ein Porsche muss auch im Gelände gut fahren können. Gut, bei einem Porsche Macan oder Cayenne kann man das tatsächlich mal fordern, aber nicht bei einem GT2. Der hieß auch damals so noch, also soweit ich mich auch erinnern kann, und das ist ein schöner Unfall. Damals hießen die noch nicht irgendwie GT2S oder GT3S. Na, ich hätte jetzt gerne mein Auto repariert. Lol, wo springt der denn hin? Springt ja voll zur Seite. So, ich sehe schon, worauf das, glaube ich, hinausläuft. Oh, ich muss die Kurve noch kriegen. So, Most Wanted Gegner Nummer 2 in diesem Video. Erfolgreich absolviert. Wenn man es im Sinne von 2005 sehen würde. So. Ich muss mal wieder die ollen Cops loswerden. Aber das sollte jetzt hier ziemlich... Okay, es ist mehr als nur easy. So, haben wir auch geschafft. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mit dem letzten. Mal kurz gucken, was der hier so für Rennen hat. Drift Attack und sowas. Das ist hier die Frage, wo dieses Drift Attack stattfindet. Ja, bevor wir den nächsten machen, muss ich natürlich zum Nissan wechseln. Und ja, ist eigentlich egal, zu welchem Wagen wir springen. Wir wählen das sowieso ganz flott aus. Wir können uns mal wieder diese genialen Ladezeiten der 360 antun. Wobei, ganz ehrlich, es geht eigentlich noch. Für damalige Verhältnisse ist das okay. Plus, ja gut, das Spiel ist installiert. Das muss man, darf man auch nicht vergessen. So, Modifikation. Wir gucken uns erstmal wieder die ganzen Lackierungen an. Einmal haben wir hier diese schwarz-grüne Lackierung, die ich persönlich echt geil finde. Grün steht dem 350Z irgendwie. Need for Speed Most Wanted. Ist auch so relativ... gut gemacht. Die finde ich so lala tatsächlich. Die finde ich wieder sehr geil. Die ist so ein bisschen im, ja, so ein bisschen Most Wanted Stil. Und natürlich Undergone 2. Haben wir die Held-Lackierung. Ja, und mit dem würde ich sagen, geht's auf gegen den letzten Most Wanted Gegner. Gegen den BMW M3 GTR. Und ja, schöner Kampf gegen zwischen Undergone 2 und Most Wanted 2005. Ja, das ist tatsächlich das Rennen, was ich vorhin nicht ganz geschafft habe. Weil es auch ziemlich kurz ist. Also bevor ich habe angefangen aufzunehmen, so rum. Jetzt kann man sich erstmal denken, was das ist. Das ist eine BMW. Hier ist Romeo 8, laufendes 1044, erbitte Code 3 Freigabe. So, nur 4 Kilometer Weg. Versuchen wir mal den M3 GTR einzuholen. Kein Takedown.
An der Stelle muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oh, Alter. Boah, das ist ja fast ein Fotofinish hier. Zack. Lol. Das sieht geil aus. Und der ist gecrashed. Fährt der wieder? Der fährt nicht mehr. Lol. Er ist tot. Und er ist despawned. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Cops loswerden. Damit hätten wir dann auch das dritte Rennen abgeschlossen. Ja, da das Video gerade noch ein bisschen kurz ist, würde ich vielleicht die eine andere Sache noch machen. Zum Beispiel würde ich gerne mal wissen, gibt er hier Blitzüberfall? Ich würde gerne wissen, ist das... Ja, das sieht gut aus. Das sieht danach aus, dass das im Hughes Park ist. Dann würde ich nämlich das noch machen. Machen wir das ruhig mit dem 350Z mal. Hätte ich mich da jetzt auch hinporten können, aber nee, wir machen das jetzt so. Nicht wundern, die 360, die ist manchmal ein bisschen am Hängen. Hat so ganz kleine Aussetzer manchmal. Also die Konsole war damals schon ziemlich am Limit. Aber ist auch verständlich, weil ein Jahr später kam ja schon die neue Konsolengeneration, wo ich damals noch dachte, ja, das ist doch eigentlich viel zu früh, die alte tut's doch noch. Und im Nachhinein merkte ich dann so, nee, das war schon notwendig. Also so alle 7 Jahre ist eigentlich eine neue Konsolengeneration notwendig. Theoretisch müsste eigentlich dieses Jahr jetzt eine neue rauskommen, aber durch die PS4 Pro und durch die Xbox One X hat sich das Ganze so ein bisschen, nochmal ein bisschen so hinausgezögert. Und ja, für mich eigentlich egal, weil ich spiele eigentlich sowieso am PC. Bis auf die nächsten, bis auf die nächsten Let's Plays vielleicht, wie gesagt, Forza Horizon. Aber viele 360-Titel kann ich zum Glück dann auch auf der One spielen. Und dann muss ich hier nicht mit meinem, ja, ich will jetzt nicht sagen ranzigen 360-Controller, aber der Stick links, der ist schon dezent beschädigt. Oh fuck, habe ich nicht erwischt. Zack. So, anders als letztes Mal würde ich dann doch gern mal Gold kriegen. Na gut, da bin ich ja schon lang gefahren, logischerweise. Wow. Was ein Unfall. Die Tafeln alle mit. Den kann man noch mitnehmen. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, ach, diese 50er-Dinger bringen nicht viel, eigentlich nur die Werbeplakate. Aber die bringen mehr, als man denkt. Wenn man mehrere von denen dann umfährt, bringt dann schon hier und da was. So, 200 fehlen mir noch. Komm, die kriege ich noch irgendwie. Die kriege ich tatsächlich. Jawohl. Und haben wir es geschafft. Nehmen wir dich auch noch mit. Oh, da gibt ein Crash. Ah, noch überlebt.
Dich nehmen wir auch noch mit. Jawohl. So, das war's. Ist das ein neuer Rekord? Schade, 100 haben mir noch gefehlt. Krass. Aber war gut, war ein guter Lauf. Hat mir gefallen. Ist echt ein geiler Modus, ohne Witz. Also muss es halt leider wieder betonen. Also wir sind jetzt im Endeffekt so ziemlich am Ende des Let's Plays eigentlich. Und außer es kommen jetzt noch irgendwelche wilde Kommentare. Ja, probier das und das noch aus. Aber ja, so zum Ende des Let's Plays muss ich ja schon sagen, eigentlich macht das Game doch echt noch Bock. Das ist halt echt geil gewesen. Ja, ich hätte mir es als Burnout eher gewünscht. Burnout wäre es cooler gewesen. Dann würde ich noch gern wissen, mit der Kiste driftet es sich sicherlich auch gut. Und dafür habe ich auch bestimmt Driftreifen. Stellt sich die Frage, was ist das jetzt für ein Drift-Event? Das ist ziemlich weit weg. Das heißt, das wird wahrscheinlich sogar auf dem Flughafen sein. Dann würde ich das auch noch fahren und ja, so langsam aber sicher würde ich dann bei mir auch erstmal Xbox und so wieder, ich würde jetzt nicht sagen abbauen, aber ja doch eigentlich schon, weil ich muss eigentlich meine Xbox One dann hier an die Elgato anschließen. Aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt heute nochmal das am gleichen Tag nochmal aufgenommen, weil ich hatte einmal alles so schön hier konfiguriert. Und dann konnte ich nochmal ein schönes Video hier aufnehmen. Und ich merke es jetzt schon, ich drifte nicht gut. Ich muss mich erstmal an die Driftreifen gewöhnen. Weil die driften tatsächlich ziemlich krass, aber man muss die auch dann in den Drift halten. Und das ist das Schwierige. Das ist das Ziel. Zack. Ja, werde ich wahrscheinlich meinen... Nee, meinen Rekord habe ich da lange nicht eingeholt. Mein Kumpel Wolf habe ich leider auch nicht geschlagen. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. So, und das Schöne ist, es ist Nacht und das passt so gut zu dem Wagen, weil wegen Need for Speed Underground 2. Sehr geil. Und man sieht fast gar nichts. Es ist alles dunkel. Ich mach mal die Driftreifen raus, die sind ein bisschen krass. So, dann würde ich gerne noch mal hier und da noch ein kleines Abschlusssprüngchen machen und dann sind wir auch hier mit diesem Video erstmal wieder durch und ja, aus meiner Sicht haben wir dann eigentlich auch sehr vieles von dem Spiel gezeigt, tatsächlich. Tatsächlich hier habe ich extra noch mal die 360 ausgekramt. Aus dem Winterschlaf förmlich geholt, muss ich sagen. Und haben hier nochmal schönen Abstecher auf dem Flughafen gemacht. Oh, oh. Ah, doch, klappt. Also auch wenn das total bescheuert und total unrealistisch ist, aber es macht leider Spaß, wild durch die Gegend zu fliegen. Nur in Burnout hätte das auch Spaß gemacht, in einem Paradise 2. Aber da hätte man halt keine Polizei anbauen können, aber... Polizei hat auch, also bis auf, dass die Polizei halt insgesamt Bock macht, weil sie halt so, ich sag mal, weil man sie Takedown kann und solchen Krams, macht es ansonsten nicht viel Sinn in dem Spiel, weil wenn du erwischt wirst, wirst du erwischt und kannst einfach weiterfahren. Das hat halt keine großartigen Konsequenzen. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir demolieren noch einmal den 340Z. Und dann war es das eigentlich auch erstmal hier wieder mit, ja, Most Wanted 2012. Hat mir auf jeden Fall hier doch nochmal Bock gemacht, hier durch die Gegend zu fahren. Wie gesagt, von mir aus nehme ich nochmal den einen anderen Vorschlag an. Problem ist halt bei Most Wanted 2012, genau das Spiel geht nicht auf der Xbox One. Weil so Spiele wie Forza Horizon, was ich jetzt so langsam sicher vorhab zu Let's Playen. Und so andere Spiele wie, was war da, Burnout Revenge auch unter anderem. Kann man richtig schön auf der One zocken. Das sind gar nicht mal so wenig Spiele. Und da habe ich dann schön meinen Xbox One Controller. Das ist dann nochmal ein bisschen angenehmer. Und ja, ich würde sagen, ich stelle meinen leicht demolierten 350Z mal hier hin
Und ja, verabschiede mich erstmal hier aus dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat auch soweit bis hierhin auf jeden Fall das Let's Play gefallen. Und ja, mal gucken, wie es ansonsten weitergeht. Ja, das war's dann erstmal. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.